Ich heiße Andreas Köhler. Aufgewachsen bin ich mit 5 Geschwistern in Hessen. Mit 7 Jahren habe ich festgestellt, dass mein Vater Alkoholiker ist und meine Mutter auch Probleme hat mit dem Umgang mit Alkohol. Die Angst ist halt sehr groß in dem Moment gewesen, wie wird das ausgehen? Ich kann mich noch genauer daran erinnern, dass ich mit meinem kleinen Bruder Rotz und Wasser geheult habe. Nach außen hin mussten wir immer die heile Familie spielen. Die ganze Sache ist dann aufgeflogen, als mein Vater in einem Nachbardorf einen schweren Verkehrsunfall hatte unter Alkoholeinfluss. Das hat dazu geführt, dass wir ausgegrenzt wurden aus der Kirche, aus der Dorfgemeinschaft und aus meinem damaligen Freundeskreis. Mit 16 habe ich dann meinen ersten Vollrausch gehabt. Das war auf der Abschlussfeier von der Realschule und habe diesen Alkohol danach eigentlich nur noch dafür eingesetzt, dass ich Erleichterung gespürt habe. Mit 21 Jahren habe ich meinen Unfall gehabt unter Alkoholeinfluss. Das war schon krass für mich gewesen, weil im Prinzip das Gleiche passiert ist, wie mein Vater das passiert ist. Und ich habe dann diese Ohnmacht festgestellt, wenn man dem Alkohol machtlos ausgeliefert ist. Das war mit viel Scham und Schuldgefühle verbunden. Und im Prinzip hat man die immer wieder, wenn die aufgetaucht sind, weiterhin mit Alkohol betäuben müssen. Hab dann mehrere Arbeitsplätze auch verloren, hab eine Ausbildung der Beamtenlaufbahn abgebrochen. Ich habe 92 die Langzeittherapie gemacht und war bis 2000 trocken. Nach 8 Jahren, so mit 36, gab es dann Probleme auf der Arbeit. Ich bin ziemlich stark rückfällig gewesen und habe zig Entgiftungen und Rehas gebraucht, um einigermaßen bewahrt zu bleiben in dieser Zeit. Und das Ende war gewesen, dass ich 2007 in Stuttgart auf einer geschlossenen Abteilung war. Dort habe ich eigentlich nur noch geschafft, eine Adresse zu finden, die mich nach Teen Challenge gebracht hat. Das ist eine christliche therapeutische Wohngemeinschaft in Bayern und habe dann dort durch regelmäßiges Bibelstudium und vor allen Dingen Annahme und Geborgenheit wieder zu meinem Glauben zurückgefunden. Das hat mich einfach überleben lassen. Ja. Ich bin dann in einem Gottesdienst gewesen, während einem Lobpreislied, was ja, mich sehr bewegt hat, habe ich es geschafft, meine Hände hochzuheben und ja, Gott die Ehre zu geben, mich im Prinzip, wie man das eigentlich auch macht, wenn jemand die Pistole einem auf die Brust hält, zu ergeben. In dem Moment hat Gott zu mir gesprochen. Wo rennst du überall hin? Du bist mein Kind. Und wo willst du weiterhin suchen, dass sich jemand versteht? Komm doch einfach zu mir. Ich bin dein Schöpfer. Ich weiß, was du empfunden hast. Ich möchte dir helfen. Ja, und das habe ich gemacht. Und anschließend, nach diesem Erlebnis, waren Tonnen von mir abgefallen. Gott hat viele Wege frei gemacht, indem ich Sachen einfach aufgemacht habe und gebeichtet habe. Mir sind Schulden erlassen worden und heute völlig frei von Medikamenten. 2012 hat Gott noch eine andere tolle Geschichte in meinem Leben geschrieben, indem er mir eine Frau mit 3 Kindern zur Seite gestellt hat, die ich 2012 heiraten durfte. Ja, durch dichtes Dranbleiben an Gott, an Gottes Seite, in der Freude, Gottes Reich zu bauen, das ist für mich eigentlich der beste Schutz, um nicht wieder rückfällig zu werden. Ja. Jesus macht frei. Auch du kannst das in deinem Leben erleben, wenn du an ihn glaubst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Lies die Bibel,
triff eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus und such dir eine christliche Gemeinschaft.